Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Linda Gleisner Art. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich Ruffy zeichne aus dem Anime bzw. gleichnamigen Manga One Piece. Und hier könnt ihr auch schon meine Vorlage für die Zeichnung sehen. Das hier war die ursprüngliche Vorlage und ich versuche natürlich den originalen Artist dieser Vorlage in der Videobeschreibung unten zu verlinken. Das Ganze habe ich natürlich ein bisschen verändert, weil ich auch was Eigenes machen wollte. Das mache ich mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie ich Lust habe. Und hier war es so, da haben mich auch ein paar Proportionen gestört, zum Beispiel die eine Hand, und da habe ich dann versucht, eine bessere zu zeichnen. So 100% gelungen ist mir das allerdings nicht. Proportionen sind einfach nach wie vor meine Schwäche, und damit ich mir ein bisschen einfacher tue, mache ich das Ganze im Übrigen immer mit Photoshop. Also da kann ich so ein paar Vorlagen einfach reinschneiden oder ein bisschen selbst zeichnen und das Ganze auch immer und immer wieder löschen. Und das habe ich dann auch bei der anderen Hand so gemacht, denn da habe ich auch eine neue Hand gezeichnet. Und natürlich darf die neue Hand dann auch etwas festhalten, und da dann später bitte nicht wundern. Ihr könnt jetzt sehen, dass ich ihm das Kitetsu-Schwert in die Hände gedrückt habe. Dafür habe ich mich aber erst im späteren Verlauf entschieden. Ganz am Anfang hatte er noch Enma, also ein anderes Schwert von Zoro, in Händen. Das hatte ich auch erst so auf der Skizze und im Nachhinein dann geändert. Könnt ihr dann später während dem Zeichnen sehen. Dann habe ich noch diesen komischen Piratenhut eliminiert. Den fand ich nicht so cool. Und natürlich passt es auch nicht, dass Ruffy etwas isst. Deswegen habe ich sein Gesicht nicht kauend gezeichnet. Und dann habe ich noch diesen kleinen Totenkopf unten an der Kette geändert. Da war es mir lieber, einen Totenkopf zu nehmen, den auch Ace an seiner Kette hatte, damit es irgendwie an Ace erinnert. Das war dann meine Vorlage. Ich weiß, das sieht sehr deutlich gefotoshoppt aus, aber das muss auch gar nicht so akkurat perfekt werden, denn das soll einfach nur der Anschauung dienen und mir helfen, dass ich die Skizze besser aufs Papier bringe. Und was die Koloration angeht, da fällt es mir irgendwie einfacher, das aus dem Kopf zu machen. Deswegen mache ich die dann während dem Zeichnen einfach so, wie ich das im Gefühl habe. Und dann geht es auch schon los. Outlines zeichne ich wie immer keine, nur noch sehr, sehr spärlich, zum Beispiel an den Augen. Und da benutze ich die eingeblendeten Stifte. Die Outlines lasse ich aus zwei Gründen weg. Der erste ist, ich bin echt schlecht im Outlines zeichnen. Und der zweite ist, dadurch, dass man die Outlines weglässt, wirkt das Ganze semi-realistisch bzw. realistischer. Aber auch hier ein kleiner Spoiler: Am Ende der Zeichnung habe ich mich dann doch dafür entschieden, weiße Outlines noch an ein paar Stellen zu machen. Und dadurch ist das Argument jetzt natürlich nicht wirklich bei der Zeichnung zutreffend. Für die Koloration habe ich wie immer meine Luminance-Buntstifte verwendet, und ich blende euch hier jetzt mal alle Farben ein, die ich so für das gesamte Bild verwendet habe, und dann natürlich auch noch alle Farben, die ich für die Haut gebraucht habe. Bei Ruffys schwarzen Haaren habe ich es wie immer gemacht, und zwar mit einem schwarzen Copic-Marker erstmal grundiert und dann mit den Luminance-Buntstiften drüber gemalt und dabei natürlich auch die Details und die einzelnen Strähnen eingezeichnet. Vor allem bei dunklen Farben mache ich es oft so, dass ich mit Alkoholmarkern bzw. Copic-Markern vorgrundiere und dann nochmal mit den Luminance drüber gehe. Das sorgt dann einfach dafür, dass die Farbe noch knalliger bzw. dunkler sein kann. Das mache ich aber wirklich nur bei dunklen Farben, wie zum Beispiel bei Ruffys Haaren. Bei seinem Hut habe ich es komischerweise auch gemacht, und später bei den ganzen roten Details, da werde ich das dann auch machen. Bei der Haut ist es da jetzt nicht nötig, denn ich arbeite auf dem Tone 10 Papier, und das ist ja schon so ein gräulicher, bräunlicher Ton, der eigentlich ganz gut als Grundierung für die Haut passt. Wenn ich auf weißem Papier zeichne, dann grundiere ich meistens immer mit der jeweils passenden Farbe und dann auch bei helleren Stellen. Aber dann nehme ich eben ein weißes Papier, das auch für Copic-Marker geeignet ist, wo ich auch mehr mit den Copic-Markern arbeiten kann, denn das Tone 10 Papier ist nicht so geeignet für Alkoholmarker und saugt die Stifte sehr, sehr aus. Also wenn ihr das auch machen wollt, dann denkt da bitte dran und wundert euch nicht, wenn die Stifte, also die Copic-Marker, vielleicht ein bisschen schneller leer sind, als ihr es eigentlich gewohnt seid. Und dann geht es weiter zur Kette mit dem Totenkopf. Und sowohl die Kette als auch der Totenkopf sollen metallisch wirken. Und damit haben sehr, sehr viele Leute ein Problem, das metallisch aussehen zu lassen. Und das ist der Trick eigentlich ganz einfach. Und zwar Highlights bzw. Glanzpunkte. Diese mache ich dann einfach am Ende mit einem weißen Gelstift oder Acrylfarbe, und dadurch glänzt dann das Ganze. Und da wir schon bei Acrylfarbe sind, die verwende ich natürlich nicht nur bei den weißen Highlights, sondern auch bei verschiedenen anderen Details. Und da werde ich euch im Laufe des Videos auch nochmal eine wichtige Stelle zeigen, wo die Acrylfarbe zum Einsatz kommt.
Und da ich das auch immer wieder gefragt werde, und zwar wie ich meine Stifte spitze, ich habe aktuell immer zwei Spitzer in Gebrauch, zum einen elektrischen und zum anderen einen mechanischen. Natürlich reicht eigentlich ein Spitzer, aber es gibt einen Grund, warum ich da zwei verschiedene habe. Und zwar ist es, während ich zeichne, einfach sehr, sehr viel angenehmer, wenn ich einfach mit einer Hand den Stift in den Spitzer stecken kann und der Spitzer erledigt den Rest für mich. Aber zum anderen muss ich sagen, ist das Spitzergebnis von meinem elektrischen Spitzer nicht so besonders gut. Und ich mache es dann gerne so, dass wenn ich mit einer Zeichensession fertig bin, alle Stifte einfach nochmal mit meiner mechanischen Spitzmaschine spitze. Und da muss ich eben selber kurbeln und brauche dafür einfach beide Hände. Und das ist einfach während dem Zeichnen total unpraktisch und lenkt ein bisschen ab. Und deshalb habe ich aktuell noch zwei Spitzer. Aber ich werde da in Zukunft irgendwann mal ein bisschen mehr Geld investieren, um mir eine hochwertigere elektrische Spitzmaschine zu besorgen, die dann auch das Spitzergebnis von meiner jetzigen Spitzmaschine liefern kann. Wir kommen zu Ruffys Hose und der hat ja da immer am Ende so ein Plüsch oder soll das nur ausgefranst sein? Ich habe keine Ahnung, was das genau da jetzt so sein soll, aber wie auch immer, ich möchte dann, dass es plüschig aussieht, weil es im Anime und im Manga auch plüschig aussieht. Und dieses Plüschige oder auch Haare und Fell und alles Mögliche, was irgendwie so in diese Richtung geht, zeichne ich ganz gerne mit Acrylfarbe und dann mache ich es immer so, dass ich erstmal eine Grundierung mit den Luminance-Buntstiften zeichne, da auch schon so ein bisschen auf einen Farbverlauf achte und dann gehe ich da eben nochmal mit der Acrylfarbe drüber und zeichne alle klitzekleinen Härchen einzeln. Später im Video gehe ich da auch nochmal drauf ein und versuche euch dann auch zu erklären, wie man einen Übergang zeichnet. Jetzt erstmal zu Ruffys Schwert, beziehungsweise ist ja eigentlich Zorros Schwert, denn hier kommt jetzt der Moment, in dem ich mich entschieden habe, das Schwert doch noch zu ändern. Natürlich gab es dabei auch ein kleines Problem und zwar diese gelben Schnüre, die ich bereits koloriert hatte. Wegradieren ist bei den Luminance nämlich gar nicht so einfach, das sieht man immer durch, aber es ist okay, wenn man danach nochmal drüber zeichnet, vor allem mit etwas dunkleren Stiften geht das Ganze eigentlich ganz gut klar. Wenn man jetzt eine Stelle bemalt, die man dann überhaupt nicht bemalen möchte, ist es ziemlich schwierig, also man muss da immer schauen, dass man dann zum Beispiel einen Hintergrund zeichnet oder irgendwas einfach an dieser Stelle drüber zeichnet. Und im Nachhinein muss ich echt sagen, bin ich immer noch damit zufrieden, dass ich das Schwert dann doch noch geändert habe, denn es gibt da zwei Gründe. Zum einen mag ich das Schwert, also das Kitetsu, einfach am liebsten von all den Schwertern, die Zoro bis jetzt so besessen hatte. Und zum anderen finde ich, passt Rot einfach viel, viel besser zu Ruffy als dieses Lila, das jetzt Enma zum Beispiel hat. Und warum ich das Ganze gezeichnet habe, also da gibt es eigentlich keinen Grund für. Ich finde Ruffy an sich als Charakter einfach super cool und wollte ihm so ein bisschen was mit von Zoro reingeben. Das gleiche galt auch für Ace. Viele haben auch schon gesagt, dass es eher so eine Mischung aussieht wie Ace und Ruffy. Das ist natürlich für mich auch okay und kommt vermutlich einfach daher, dass ich da Ruffy sehr, sehr muskulös gezeichnet habe und er eben diesen Totenkopf um den Hals trägt, sowie diese roten Perlenarmbänder um die Handgelenke hat. Und es geht weiter mit dem Fell im Hintergrund und da wollte ich euch jetzt nochmal ein bisschen genauer versuchen zu erklären, wie das mit den Übergängen so geht. Und zwar nehmt ihr euch eure dunkelste Farbe und malt da, wo die dunkelste Farbe deckend sein soll, auch wirklich deckend und mit festem Druck die Farbe auf das Papier drauf. Ihr solltet dabei auch schon mit kreisenden Bewegungen arbeiten. Das ist generell immer am besten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Und wenn ihr dann zu der Stelle übergehen wollt, wo eben der Übergang stattfindet, dann müsst ihr immer leichter werden mit dem Druck, bis irgendwann förmlich gar kein Druck mehr von euch gegeben wird und nur noch das Gewicht von dem Stift auf dem Papier liegt und dadurch tragt ihr dann nur noch ganz, ganz wenig Farbe auf. Dann nehmt ihr die andere Farbe, in meinem Fall ist das jetzt ein helleres Rot und dort, wo diese andere Farbe deckend sein soll, da dürft ihr wieder mit festem Druck arbeiten und da, wo der Übergang stattfinden soll, werdet ihr mit dem Druck wieder sehr, sehr leicht und ihr arbeitet natürlich wieder mit kleinen kreisenden Bewegungen und ihr solltet auch jetzt bei dem Übergang noch nicht gleich deckend werden, sondern ihr dürft jetzt wieder zu der dunkleren Farbe wechseln und da dann wieder an der Übergangsstelle mit kleinen kreisenden Bewegungen drüber malen. Und so wechselt ihr dann hin und her zwischen hell und dunkel, bis das einigermaßen deckend wird und je deckender ihr werdet, desto höher dürft ihr auch mit dem Druck gehen, damit auch das komplette Papier bemalt wird. Und sollte es jetzt doch noch so sein, dass das Papier noch so ein bisschen durchscheint, dann
könnt ihr euch den Blender mit zur Hilfe nehmen und damit die Farbe so richtig tief ins Papier einarbeiten. Ich mache das aber wirklich nur bei so großen Flächen. Bei kleineren Flächen verwende ich echt selten den Blender. Gibt aber auch hier und da mal so Tage, wo ich den Blender dann doch mehr zum Einsatz kommen lasse. Um diesen Umhang dann auch wirklich flauschig aussehen zu lassen, verwende ich wieder Acrylfarbe, um die ganzen kleinen Härchen einzuzeichnen. Hier habe ich es jetzt einfach mal so gemacht, dass ich erst so dunklere Härchen eingezeichnet habe und im Anschluss dann erst die helleren Härchen gemacht habe. Da bin ich aber auch so, dass ich da jetzt kein bestimmtes Schema habe. Nur ist einfach klar, dass man jedes einzelne Härchen auch einzeln zeichnen muss. Also dafür gibt es leider keinen Trick. Und je mehr einzelne Härchen man halt zeichnet, desto realistischer und flauschiger wirkt das Ganze. Wenn euch das aber jetzt nicht gefällt, dann lasst ihr diesen Schritt einfach weg und macht es minimalistischer. Wie vorhin im Video schon angesprochen, zeichne ich mit der Acrylfarbe auch hier und da noch andere Details. Vor allem bei den goldenen Details habe ich noch ein bisschen nachgearbeitet und versucht, das möglichst metallisch wirken zu lassen. Und dann zum Schluss geht es endlich an die noch unvollendete Hose. Die hatte ich ja schon mit Copic-Markern vorgrundiert und sie dann doch nicht mit den Luminance koloriert. Der Grund dafür lag dann einfach darin, dass die Hose ja sehr dunkel ist und ich immer versuche, so dunkle Sachen, wenn es möglich ist, zum Schluss zu machen. Und ich empfehle euch, das auch so zu machen, denn beim Zeichnen mit den dunklen Farben wird dann ganz, ganz oft das Papier schmutzig und wenn ihr da dann noch nicht drauf gemalt habt, müsst ihr später mit einer eventuell hellen Farbe über diesen dunklen Schmutz drüber malen und dann wirkt eure Farbe vielleicht ein bisschen dreckig und das könnt ihr ganz einfach vermeiden, indem ihr dunkle Sachen am besten zum Schluss macht. Und jetzt könnt ihr hier nochmal sehen, wie ich ein paar Acryldetails zeichne und man sieht kaum, was ich da mache, aber das sind so kleine Feinheiten und Verbesserungen, die ich da mache und ich finde, das ist immer ganz witzig, weil man sieht mich arbeiten, aber irgendwie passiert nichts. Aber im Hintergrund passiert was und zwar habe ich mich hier dazu entschieden, einen Schwarz-Rot-Verlauf zu machen. Unten bei Ruffy soll es schwarz werden und nach oben hin rot auslaufen und da verblende ich, wie ich eben schon vorhin auch erklärt habe, wieder mit der gleichen Technik. Ich hatte auch überlegt, das wieder mit Spraydosen zu machen, aber irgendwie war ich dann doch zu faul abzukleben und die ganzen Spraydosen rauszukramen und dann wieder alles abzudecken und dann habe ich es einfach mit den Buntstiften gemacht. Im Nachhinein, glaube ich, wäre ich schneller gewesen. Ich hätte es mit Spraydosenfarbe gemacht, aber ich finde das Ergebnis, so wie es durch die Buntstifte geworden ist, auch gut und natürlich nehme ich auch noch mal ein paar Verbesserungen vor mit der Acrylfarbe und zeichne da so Nebel mit ein. Ich wollte, dass es irgendwie ein bisschen böser wirkt, fast schon teuflisch und ich glaube, das ist mit der Acrylfarbe dann ganz, ganz gut gelungen. Und hier könnt ihr jetzt endlich das fertige Ergebnis sehen. Leider hat meine Kamera nicht aufgenommen, wie ich diese weißen Highlights dann noch gezeichnet habe, aber die habe ich mit einem weißen Gelstift gemacht und ungefähr an Zeit habe ich für dieses Bild 15 Stunden gebraucht und ich glaube, das war ganz gut geschätzt, denn im Livestream hattet ihr mich immer wieder nachgefragt, wie lange ich so brauche und ich habe da immer dann so 14 Stunden geschätzt. Ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis. Gebt dem Video gerne ein Like und abonniert den Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Macht es gut und bis dahin!